herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und wie versprochen habe ich euch jetzt diese Sprüchekärtchen mitgebracht für das schöne Vintage Journal. Ich habe meinen Stickervorrat durchgescannt und bin, ich sag mal, auf den ersten Blick etwas langweilig hier auf Blümchen gestoßen. Was ich hier auf jeden Fall machen wollte, ist die Blümchen bzw. die Deko auf diesen Kärtchen sehr ähnlich zu machen, also dass man einfach dieses Muster wiederfindet. Ich habe noch Kleber an den Fingern. Da wollte ich euch jetzt einfach mal mitnehmen, wie ich die jetzt dekoriere. Im Endeffekt sind das ja Schreibkärtchen. Hier und da steht was über, das werde ich gleich noch abschneiden. Dann habe ich hier, ich glaube, das habe ich mir beim Depot oder so gekauft, keine Ahnung. Kleber an der Finger hier, meine Güte. So, und jetzt werde ich die einfach mal in Order setzen hier, die kleinen süßen Stiefmütterchen. Und ich werde hier leichte Deko verwenden. Leicht meint einfach wirklich nicht so aufdringlich. Wir haben schon sehr viel Blumen, meistens in Form von Rosen hier im Journal. Und also Blumen sind ja eh toll und passen zu Vintage ja auch herrlich. Nur möchte ich jetzt hier nicht so ein Farbfeuerwerk irgendwie abfeuern, weil einfach das ganze Journal schon recht farbenfroh ist, sag ich mal. Bunt wäre das falsche Wort für ein Vintage Journal. Ja, und so dekoriere ich hier einfach ein bisschen auf dem Kärtchen. Kleine Farbkleckse auf der Vorderseite, auf der Rückseite ist nichts, damit es einfach wirklich ernstzunehmend Platz zum Schreiben hat. So. Ich habe die immer so ein bisschen an unterschiedliche Stellen gesetzt, an unterschiedliche Überlappungen mit dem Papier, mit dem Buchpapier. Ja, das hier wird jetzt lustig. Das ist eine schöne Geländer. Hat überhaupt noch ein Bild? So, ein bisschen, ne? Ich könnte ein bisschen höher kommen. So, und was ich heute mit euch noch vorhabe, ist einfach die Karten hier im Journal zu platzieren, weil das ist nämlich echt der letzte Streich. Das Einzige, was gerade noch fehlt, ist... Jetzt bin ich unkonzentriert hier. Das Einzige, was gerade noch fehlt, ist meine kleine Junk Journal Erklärung für Junk Journal Neulinge. Was ist denn eigentlich ein Junk Journal? Kann man das essen? So. Die kommt nämlich vorne in den einen kleinen, eine kleine Eckenpocket, wie heißt das nochmal? Tag. Ja, vielleicht kann mir mal jemand den Unterschied erklären zwischen Tag und Tagspot und vielleicht liege ich jetzt auch gerade völlig falsch. So, was habe ich hier gemacht? Ich habe hier schon mal, sagen wir, den Spruch draufgeklebt. Jetzt kommt noch der Sticker dazu. Ich hätte von diesen Stickern mehr mitnehmen sollen, weil die finde ich echt cool. Also mir gefallen die total. Das ist doch irgendwie echt mal so richtig schön, oder? Süß. So, ich habe das hier auf den Kopf gedreht, weil ich hier dummerweise ein bisschen zu weit gekleberpinselt habe. Zack. So, meine Lieben, das war es eigentlich schon. Wir haben die Karten. Hier, ihr erinnert euch. Wir haben die Sprüche. Wir haben alles ein bisschen geglättet, bis auf eine sehe ich gerade, die steht hier noch so schön fröhlich über. Das geht ja nicht, dass hier was übersteht. Also ich finde Überstehen an sich überhaupt nicht schlimm, nur wenn das so ein Müh ist, dann sieht das nicht junky, sondern unordentlich aus. Gibt es einen Unterschied? Ja, für mich schon. Jetzt öffnen wir das Zauberbuch. Wir sind heute weder bei Hexen noch bei Zauberei. Mein Ziel ist, dass wir alles in dem Buch verteilen. Die beiden Herzen hier werden aufgeklebt. Die anderen kommen alle in irgendwelche Ecken und Taschen. Ich hoffe, dass ich erstmal genug habe oder wahlweise genug Taschen. Das ist ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ich zähle nicht nach und nicht mit. Wichtig ist, dass in den kleinen Umschlägen hier, fangen wir nämlich direkt mal an, in die kleinen Umschläge kommen die kleinen Kärtchen.
Dann sieht man hier nur das kleine Blümchen und dann zieht man das neugierig raus. So, seid ihr immer noch im Bildausschnitt? Ich hole euch mal ein bisschen in der Mitte hier. So, packe ich die mal zur Seite. Schwupp, ein Umschlag schon mal erledigt. Ich blätter jetzt mal fix durch. Ich habe nämlich auf jeden Fall irgendwo noch einen zweiten ähnlicher Art, der aber nach oben klappt. Und der möchte natürlich auch eine Karte haben. Weil wenn wir diese kleinen Karten, da, passt das überhaupt? Das passt gar nicht. Der möchte was anderes haben. Oh, hier muss ich was Kleineres basteln. Gut, haben wir das auch geklärt. Da gehört noch was hin. So, ihr seht ja, wir haben hier teilweise Schreibgedönse, Taschen, Flaps und so weiter und so fort. Hier hat man noch so einen schönen Umschlag. Was möchte der denn haben? Möchte der vielleicht so eine Karte haben? Passt das? Oh. Könnte vom Umklappen ein bisschen eng werden. Wir probieren das mal. Wir probieren das mal. Ah. Sperrt ein bisschen. Wäre ein bisschen viel. Kriegt doch eine kleine Karte. Weil sonst, bevor das da so absteht und so hässlich ab, das dick macht an der Stelle, möchte ich das nicht haben. So, das Schöne ist, ich kann diese beiden Dinger, könnte ich theoretisch auch als Pockets noch benutzen. In den Fall, dass wir es brauchen. So, also Umschläge habe ich jetzt hier keine mehr gefunden. Man müsste ja meinen, man kennt sich blind in einem Journal aus, wenn man das so lange bearbeitet. Hier oben ist zum Beispiel noch eine kleine. Ah, sehr klein. Da muss irgendwie was Kleineres rein. Wo sind meine Pockets? Wo sind meine Pockets? Wo versteckt ihr euch? Kommt raus, kommt raus. Nein, es ist morgens. Ich bin morgens irgendwie immer fitter. Hier, ach so, genau, diese Relierpaste wollte ich euch noch zeigen. Ich habe Krakelierpaste genommen. Und sie als Relierpaste benutzt. Und hier einfach mal einen so einen kleinen Spot gesetzt. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall einen. Das passt doch. Zack. Herrlich. Ich weiß nicht, ob man es rauschen hört. Es regnet schon wieder. Also, das Moor freut sich. Die Natur freut sich. Und mittlerweile ist die Grasnarbe gleich Wasserspiegel. Ich finde das äußerst anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man einen Sandreitplatz hat, wo kein Sand mehr drin ist, weil abgesoffen. So, hier, schön, ne? Ja, vielleicht muss ich hier tatsächlich noch eine kleine Klammer mit reinpacken. Muss ich mal schauen. Das würde farblich ja total passen, aber ich weiß gar nicht, ob ich nicht vielleicht doch. Nicht vielleicht doch eher. Ein Farbklecks haben will, sowas. Gefällt mir besser. Ich habe auch noch genug Material von dem Stamperia-Material, um noch irgendwelche Pockets oder sowas zu machen. Haben wir relativ wenig drin, ne? Wir haben so ein paar, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt mal Corner Tucks. Ich hoffe, das ist so. Könnte sein, dass es gleich klingelt und ich Besuch von einem Techniker bekomme. Das wäre äußerst fein. Und wenn es mir recht überlegt, muss ich einmal kurz den Bitte-nicht-stören-Button ausmachen, weil falls der Techniker mich anruft, muss ich dieses Video unterbrechen. Weil unsere Waschmaschine ist kaputt. Nicht waschen ist keine Lösung, Leute, echt nicht. Also alles, was ich bis jetzt hier reingepackt habe, passt ja an die Stelle, wo ich sie gepackt habe, wie A auf E, ne? So. Was mir jetzt fehlt, die hier brauchen einen Wohnort. Und die werden... Oh, ist die Frage, ob sie die großen Teile halten werden. Oder ob vielleicht lieber ein großes Schatzi hier hingehen möchte.
geht eigentlich auch, ne? Weil tatsächlich ist das hier, würde besser hinter das runde Teil passen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich habe noch ein paar sehr schöne Klammern, die ich hier drauf zaubern werde. Die werdet ihr dann erst im Flip-Through sehen. Also ich mache jetzt hier kein Federlesen. Wenn ihr alles jeden einzelnen Handschlag sehen wollt, das kann ich alles gar nicht filmen, also genauso dieses Krakelierpaste benutzen, das ist ja ein kleiner Handgriff gewesen und da muss ich nicht extra die Kamera anschmeißen. So, ich habe gesprochen. So, wenn ich das hier nehme, passt das schön, Ton und Ton. Gefällt mir auch. Jetzt brauchen wir Wohnorte. Wohnorte für die beiden Runden. Und das quasi hier. Ich weiß gar nicht, ich hatte doch eben hier so einen schönen Umschlag, ne? Der hatte auch hier so ein. Auch hier müsste dann so eine kleine Klemme noch mit hin. Aber an sich passt das ganz gut. So, jetzt packe ich in die erste Signatur eins und in die zweite auch. Suchen wir einen geeigneten Ort. Ich versuche mal irgendwas zu nehmen, wo kein Stempel, keine Spitze und nichts drauf ist. Aber irgendwie war ich sehr gründlich. Sehr gründlich, finde ich. Findet ihr nicht auch? Findet ihr nicht, dass ich gründlich bin? So, jetzt sind wir hier schon fast durch. Also ich finde... Ja, aber weiß, das ist so weiß. Also, ist mir zu weiß. Vielleicht nehme ich einfach mal die Stamperia-Papier. Ne? Das meint ihr. Wenn ich das so mache, dann kann ich... Das ist doch eigentlich ganz fein. Das gefällt mir. So, Kleber raus. Klassenarbeit. Sollte ich jetzt gleich komische Bewegungen machen, aufspringen und das Video beenden, wisst ihr, ich kriege eine heile Waschmaschine. Das ist zwar fein und nett, wenn man bei Mama noch ein paar Sachen abgibt und sie gewaschen wieder bekommt. Danke, Mama. Da du kein YouTube-Mensch bist, wirst du wahrscheinlich das Video nicht sehen. Aber gut. Trotzdem ist es doch durchaus vortrefflich, wenn man Katzen hat, Pferde hat und das ganze Reitergedöns und das ganze Klamottengedöns auch einer fast 14-Jährigen, die sich doch häufiger mal umzieht, wenn man dann selber waschen kann. Also ich habe es als sehr befreiend erlebt, selbst zu waschen. Oder beziehungsweise als nicht befreiend, es jetzt gerade nicht zu können. Jetzt mautzt es vor meiner Tür. Flock, du musst es leider im Moment draußen bleiben. Immer diese Befindlichkeiten der Vierbeine. Wahrscheinlich wollte er mir nur sagen, dass er Hunger hat. Aber Bonnie ist nämlich schon rausgegangen und ist schon draußen am Spielen und hat gefrühstückt. Aber Mr. Flickeflock war der Meinung, er müsste noch ein bisschen schlafen. Kann man ja machen. So, jetzt stelle ich mir hier einen Abstandshalter rein. Dafür sind Distressfarben sehr geeignet. Bevor ich jetzt die Karte da reinstecke, weil die mit garantiert kleben bleiben, blätter ich um und lasse es trocknen. Ihr wisst ja jetzt, wo die Karte hin soll, ne? Also ich lege die Beine jetzt mal zur Seite. Blätter hier mal auf in die andere Signatur rüber. In froher Hoffnung, dass ich das jetzt schaffe, lasse ich meinen Kleber auf. So, ich suche wieder was, was undekoriert ist und einen möglichst dunklen Hintergrund hat, weil das weiße Doily möchte doch auf einem dunklen Hintergrund sitzen. So, ich suche auch noch ein paar von denen. Genau, ein Mini-Kärtchen brauche ich dann noch. Also ich habe hier zum Beispiel noch so ein kleines Ding. Ein Raum ohne Bücher ist ein Körper ohne Seele. Mal gucken, ob ich das vielleicht dort in den wie heißt das Ding? Sag schon. In den Mini-Mini-Mini-Umschlag packen kann.
So, hier mal die Mitte. Ja, auch hier hätte es gerne ein Klemmerchen. Mindestens zwei Klemmern brauche ich, eher drei. Hm, hier könnte es passen. Heißer Favorit, da ist zwar schon was. Die Seite oder die quasi Gegenseite, nenne ich es jetzt mal. Den Antagonisten dieser Seite. Da ist schon was drauf. Bist du eigentlich? Bist du gepunktet? Also bist du nicht der Antagonist? Das ist der hier. Da ist schon ganz viel drauf. Alternative. Hier ist zwar Spitze dran. Aber ich finde eigentlich. Eigentlich kann man das jetzt auch schon hier so, oder? Wenn man das bis zu dem Spruch klebt, müsste das doch wunderbar funktionieren. So, also ist mein nächster Streich. Klammern suchen. Gucken, ob der kleine Spruch da oben reinpasst. Ich weiß nicht, ob ich den noch auf so ein Fleck Papier klebe. Wäre vielleicht ganz nett von mir, oder? Räusper, räusper. So, da fällt mir ein, ich müsste eigentlich noch mal ein Schild an meine Klingel draußen setzen. Bitte an der Haustür klingeln. Also mindestens UPS. Ich weiß nicht, ob wir es gucken, es ist keine UPS-Fahrer zu. Mindestens UPS ist jedes Mal so doof. Da steht nichts drauf. Also auf diesem Klingelschild steht kein Name. UPS versucht jedes Mal dort zu klingeln und fährt dann unverrichteter Dinge weg, obwohl das Hoftor sperrangelweit offen ist, Tag und Nacht. Wir machen es nie zu. Weil es einfach, es ist der Eingang. Menschen, die uns was Gutes wollen, sind jederzeit willkommen. Scheinbar für UPS uns nichts Gutes. Naja, also die machen es sich oft leicht. Versuchen zu klingeln auf einer Klingel, die kein Namensschild hat, um dann zu verschwinden und zu sagen, wir waren nicht da. Äußerst ärgerlich. Ich hoffe, dass der Techniker, der uns heute besuchen möchte, ein bisschen mehr Intellekt besitzt. So, hier ist ein Mini-Umschlag. Gucken wir mal. Boah, das wird schon ein bisschen eng, ne? Das wird schon ein bisschen eng. Ja, da denke ich mir was aus, Leute. Aber das muss ich jetzt nicht vor laufender Kamera machen. Es ist früh oder spät, je nachdem, wie man sieht. Die Vögelchen zwitschern mir ein. Das hört ihr garantiert im Video auch. Es ist Frühling. Und ich beende jetzt dieses Video. Ich werde bis zum nächsten Mal hier noch Klammern reinpacken, dieses kleine Umschläglein füllen und dann bekommt ihr das Flipthrough Freihaus. Habt herzlichen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Gebt mir gerne Feedback und über Likes, Kommentare, neue Abonnenten freue ich mich mega. Ja, seht zu, Leute, bastelt was Schönes und bis demnächst in diesem Kino.